Hey ho Leute, willkommen zurück bei Little Inferno. Und bevor ich weitermache, will ich noch was schauen. Denn da stört mich was. Und zwar etwas ganz Gewaltiges. Nämlich nicht, dass ich wieder doppelt spreche. Das ist ja bei Phelps ab und zu mal so möglich, oder? Genau. Aber ich habe Vorschläge von euch bekommen. Und diese werde ich mal versuchen einzusetzen. Bevor wir das Buch 4 kaufen, wollen wir uns nochmal an zwei Achievements wagen. Einmal an Dynamit. Oder Dynamite. Genau. Und da wurde mir vorgeschlagen, zum Ersteren, dass ich doch vielleicht das Herz und den Dino kaufen soll. Möglich sei es. Warum ist das Herz eigentlich sofort da? Okay. Da steht 30 Sekunden an die Funkzeit. Ja, aber dann können wir noch mal gucken, wegen außergewöhnlichen Essen. Super-Entsafter. Ob das irgendwie was. Hier habe ich eher nicht die Vermutung. Hier habe ich die Vermutung wegen Feinschmecker. Discount-Sushi. Man weiß halt nicht, oder? Das nächste Maskeball hat damit überhaupt nichts zu tun. Mit dem Mais vielleicht. Mit Cerealien. Das hatte ich letztes Mal nicht dabei gehabt. Und Wurstfest veranstalten. Vielleicht ist es auch eine Sache. Ich werde mir noch das holen. Ja, ich glaube, ab dem Moment, wo man was golden hat, dann ist es auch kein Problem mehr. Zurück zum Spiel, ja. Ab dem Moment, wo man was golden hat, also kann man das auch schnell mehrfach holen. So. Ich werde nur ein klein bisschen anzünden. Es ist Herzblatt auch. Also daran scheint es nicht zu liegen. Also das war nicht deine mit. Aber ich habe so ein. Oder ich spreche es auch so deswegen komisch aus. Ich habe einen Vorschlag bekommen, was vielleicht wirklich damit zu tun hat. Das müssen wir jetzt nur noch schauen, ob es jetzt wirklich stimmt. Vorher werden wir noch dieses außergewöhnliche Essen machen. Was wollte ich noch holen? Was ist das Sushi? Ja. Mal wieder Escape-Kiste rauszukommen. Mein Gott, ich habe jetzt gerade selber gefrühstückt und muss sagen, manches ist nicht immer so leicht bekömmlich, oder? Nein. So. Die Wurst werde ich mal hier oben rauf liegen. Legen, liegen, genau. Feines Deutsch ist immer da dran. So. Muss ich auch an den Eiern denken. Ups. Mache ich mir hier zwischen. So, dann sollte auch nichts passieren. Und auf jeden Fall, was hatte ich gesagt? Das Sushi. Und schon ist das Sushi da. Also es scheint wirklich. Ah ne, Sushi hatte ich schon geholt. Jetzt habe ich mehrfach Sushi. Meine Leute, was mache ich mit euch immer nur? So, dann muss man die Sekunden wenigstens nicht warten. Okay. Marshmallows. Man kann eigentlich so vieles essen davon, deswegen wundert es mich. Marshmallows. Okay. Machen wir die auch noch mit drauf. Dann will ich eine kleine Flamme. Das war immer noch nicht außergewöhnliches Essen. Also ich bin gerne für Vorschläge da. Also wenn ihr Vorschläge habt. Ich dachte, das war hier die außergewöhnliches Essen-Kombi. Oder ausgeflipptes Essen. Ich
kann vielleicht dieses Ausgeflippte, muss ich mehr oder weniger, ja, ernst nehmen. Das ist wirklich damit zu tun. Jetzt habe ich das Dino und Dino ist jetzt schon da. Und Min hat gesagt, vielleicht heißt es nicht nur Dino mit, sondern Dino Moed. Und der hier bringt mir Dino Dynamit mit. Also kann es sein, dass die beiden miteinander kombiniert werden müssen. So. Also außergewöhnliches Essen. Könnt ihr gerne mir noch Vorschläge zusenden. Ich bin immer da für euch erreichbar. Immer mit einem passenden Streichholz am Apparat. So. Jetzt warten wir noch auf den kurzen Zwerg. Oh, was sich bewegt, wie süß. Ja, Dynamite Kombi. Boom. Die Kombination war echt gut. Wobei ich mich im Englischen frage, weil, wie gesagt, ich hab das übersetzt, diese Kombination, dachte so, Dino mit, Dino with? Nee, passt doch nicht. Aber vielleicht haben sie es statt with my verwendet, Dino my. Und das macht sogar ein bisschen mehr Sinn als Dino mit Kombo. Ausgeflipptes Essen Kombo haben wir leider nicht, aber wir können hier erneut einen Katalog holen. Und ich habe schon gesehen, da gibt es einen Ego-Shopper, okay, wie Ego-Shooter. Holzblöcke-Kombo. Hier haben wir, ist ja geil. Mobiltelefon verkürzt automatisch alle Wörter um 2-3 Buchstaben oder weniger, lol. Sie fallen schön so lange, dass ich hier erinnern kann. Dann haben wir hier Meat Boy Nachahmung. Ah, herrlich. Da brauchen sie sich auch keine Rechte. Da haben wir den Holzklotz noch. Das waren. Da haben wir noch die Bauklötze. Und um sicher zu gehen, den Bauklotz. Die Bauklötze. Den Bauklötze, genau. Holen wir die mal alle und dann haben wir vielleicht auch schon die nächste Kombi erlangt. Und je mehr Kombis wir haben oder je mehr Sachen wir gekauft haben, desto mehr. Oder desto ja, näher kommen wir dann anschließend zu einem weiteren Video. Und er singt auch so schön, der Holzklotz, für uns. Deswegen kein Problem. Ups, dich wollte ich doch nicht runterkicken. So. Tanzt doch nicht so sehr. Gerade ist doch nicht so windig draußen. Also es wird wahrscheinlich die Holzblock-Kombi sein. Oh, bei so viel Holz, das wird so schön brennen. Hier, zack, zack, zack. Ach, doch nicht alle wegfallen. Ups. Okay, so. Ah, da haben wir jetzt die Kombination. Oh, was für ein Feuer. Fast wie gestern Abend bei mir zu Hause. Seitdem muss ich leider unter der Brücke schlafen. So. Gucken wir zur nächsten Kombination. Was haben wir denn jetzt hier? Arachnoiden-Kombo. Ach, das ist ja simpel. Hier haben wir eine kleine Riesenspinne. Eine Riesenspinne erscheint. Erscheint. Du versuchst zu fliehen. Die Riesenspinne greift an und verursacht massiven Schaden. Leichte Anspielung auf Pokémon, ich weiß nicht. Dann werden wir uns die Spinneier nehmen. Wenn man den Text ein bisschen besser übersetzen würde, würde das vielleicht so einen Sinn machen wie Spider Attacks, You Won't Fly, ja, Spider Attacks, It's very effective oder sowas. Mal gucken. Läufst du schon? Warum läufst du nicht? Hallo? Lass laufen. Hier, guck mal, was auf dem Rücken ist. So. Oh, ist es zu schwer für dich?
Arachnoiden-Kombination. Dafür brennen die so schnell, aber fackeln auch so schnell ab, leider, die kleinen Spinnen. Nächste Kombination. Zombie-Garten-Kombo. Zombie-Garten. Bosse Kuscheltier. Niemand hat erwartet, dass der saubere Geschäftsmann die ganze Zeit der Bösewicht war. Aber wirklich niemand. Könnte, vielleicht gibt es eine Mobiltelefon-Kombination und der Boss Kuscheltier. Elsterhafter Kombi. Jetzt habe ich hier Elster, okay. Nee, meisterhafte Kombi. Ei. Achso, mehrere Eier. Hier haben wir nämlich auch nochmal ein Ei. Aber ich habe noch keinen Zombie oder sowas. Oder Zombie-Garten. Jetzt dazu bekommen. Komm, muss man. Hier haben wir einen Zombie. So. Und Garten. Könnten auch Pflanzen sein, wenn es eine Anlehnung ist an Plants vs. Zombies. Denn hier haben wir Blumen. Ich glaube, das ist die Kombination, die gewollt ist. So. Ein billiger Meat Boy-Imitat. Die armen Meat Boy-Hersteller mal. Komm, zack. Machen wir das Bild. Das ist bestimmt eine besondere Eigenschaft, oder? Du verfolgst doch bestimmt auch wieder. Zombie-Garten-Kombination. So, was haben wir hier? Wer will einen Schaffel? Achso, sah mich. Ich! Weißt du noch was? Nee, weißt du was? Oh, zu früh am Morgen. Weißt du was noch? Vor unglaublich langer Zeit, als Milliarden, Billiarden kleine Partikel in den Kosmos gespeist wurden, bildete sich in ganzen Galaxien wie Schneebälle. Und ferne Sterne und Sonnen fingen Feuer. Und nach Milliarden von Jahren und Milliarden von Meilen entfernt, setzte sich eine winzige Anzahl von Partikeln zusammen und bildeten dich und mich. Und eine schmale Wand genau zwischen uns. Es scheint unmöglich, aber es passiert. Und sie bildeten auch diesen mäglichen Schinken, samischen. Danke für den salzigen kosmischen Partikel, Mr. Schweinebagger. Du schmeckst nach Fortschritt. Von deiner Nachbarin Sugar Babe Plums. Nom nom nom. Ach, Sugar. Danke für die Verbrennen deiner Briefe, gebe ich, bekomme ich Geld. Nächste Kombination. Ach, das ist meisterhaft. Handheld Fireplace. Es ist wie ein Spiel im Spiel. Pixel Packet. Mehr Pixel bedeutet mehr Spaß. Aber jetzt haben wir Phoenix Eye. Macht sich gut als Omelette. Und vielleicht kann ich sie noch kaufen, die verfaulten Eier. Eierpack. So. Bezahlen wir mal kurz die schweren Pakete. Phönix-Ei. Naja. Sollte dem Vogel ja nicht viel passieren. Da ist er. Und schon. Flieg, kleiner Phönix. Flieg. So, meisterhafte Kombi haben wir jetzt auch erlangt. Was haben wir noch? Puzzle-Abenteuer-Kombi. World of Go. Puzzle-Abenteuer. Puzzle. Haben wir nicht schon irgendwas mit Puzzle? Wir haben Pixel, aber keine Puzzle. Gentleman. Gucken wir nochmal anders. Flugzeugmodus. Unterwasser-Kombi. Meter-Kombo. Verpixelte Pixel. Haben wir Pixel. Japanische Kombo. Verpixelte Pixel. Vielleicht mit den Tetris-Blöcken. Gucken wir mal, ob wir was anderes mit pixelig sehen. Was damit zu tun könnte, sein könnte.
Aber ich glaube eher nicht. Wir posen die Tetris-Blöcke. Und dann probieren wir es einfach mal aus. So. Vielleicht auch das mobile Telefon. Wer weiß, wer weiß. Big Boy könnte auch als Pixel bedeuten. Handy könnte Pixel bedeuten. Das sind alles solche Sachen, die mehr oder weniger Pixel darstellen. So, wir machen das mal in mehrere Reihen. Damit haben wir wenigstens einen größeren Erfolg, dass wir wirklich mehr Erfolg haben. Ah. So ein Geräusch hat gestern Abend mein Handy aufgemacht, nachdem ich es verbrannt habe. Also, als ich mein Haus abgefackelt hatte und dann das auch verbrannt ist. Aber leider zählt das nicht der Kombination. Dann wollen wir mal die anderen Sachen angucken. Puzzle-Abenteuer. Puzzle. Es ist gefährlich da draußen. Nimm dieses Schwert. Das müssen wir gleich mal nehmen. Wenn wir den Boss und den hier nehmen. Gelegenheitsspiel. Was haben wir hier noch? Gaming Tablet. Voll von gratis Spielen, die sich Geld kosten werden. Ja. Packung Go-Bälle. Also das würde auf jeden Fall bei World of Go kommen, aber was könnte noch für World of Go sein? Die Spinnen? Leider habe ich die Spiele nie gespielt. Ich weiß klar, das sind diese. Habe ich noch ein anderes Gelegenheitsspiel? Vielleicht hat das was mit Puzzle-Abenteuer zu tun. Ich guck mal kurz, wie spät es ist. Ach ja. Ich komme nicht drauf, was das noch sein könnte. Dann hier. Miss Octopus. Gelegenheitsspiel, werden wir auch was holen. Klammerbot. Bewegt sich unaufhaltsam in der Richtung der Stadt, die hier gebaut wurde. Normalerweise unter dem Meeresspiegel zu finden. Ja. Flugzeugkombo und die Unterwasserkombi. Wollen wir erstmal ein paar andere Sachen verbrennen? Nee, nee, nee. Nimm das Schwert hier. Das ist ein meisterhaftes Schwert. So. Oh. Hier sind die ganzen Kristalle rausgekommen bei ihm. Das, was mit Pixel-Kombi jetzt zu tun hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wir haben einen Brief bekommen. Aber, und der Wasserkombi will ich jetzt noch machen. Und dafür will ich noch ihn hier holen. Kugelfisch. Ich tippe die Briefe und ich habe keine Löschtaste. Sie fiel ab. Sie fiel ab, genau. Aber weißt du was? Ich mehr als alles liebe leere Seiten. Sie könnten mich mit allen möglichen, gefüllt werden. Mit Dinosaurier oder Science Fiction oder einer ganzen Welt, in der alles pink ist. Die Möglichkeiten schreiten endlos vorwärts. Aber sie können niemals zurückgehen. Liege Sugar Plums. PS, das kannst du haben. Die Löschtaste. Was die wohl anders anstellen kann, ich weiß es ja nicht. Aber bestimmt löschen. So. Haben wir das noch mit Gelegenheitsspielen und World of Go? Brauchen wir noch das? Okay, so. Und der Wasserkombination. Mann, sie explodieren so schön. Das
würde ich mal auf das Gelegenheitsspiel gucken. Aber die hat auch dieses. World of Go Kombi. Ah! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich die Kombination dadurch erreiche. Ja, na gut, haben wir wenigstens das auch noch geschafft. Und ja, dann müssen wir mal schauen. Ihr könnt gerne Vorschläge machen für ausgeflipptes Essen-Kombi. Die anderen Sachen werden wir mal schauen. Flugzeugmodus, Abenteuer. Puzzle-Abenteuer. Vielleicht muss ich einfach ein Puzzle nehmen. Und ein Abenteuer. Und die ganzen anderen. Japanisch-Kombi, Gehirn, Ahoi, Ahe. Riesig, rosige Kombo. Verpixelte Pixel. Ja. Dann euch noch einen schönen Tag. Und haltet schön warm bei dieser kalten Jahreszeit. Ciao.